Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja, heute mal wieder mit einer Folge Chess Titans. Ja, also, ich fange jetzt gleich mal mit meinem Standardzug an. Immer mit dem fünften Bauern von links oder vierten von rechts, kann man sich aussuchen. Danach sofort mit dem Läufer hier hin, damit ich schon mal eine Absicherung habe. Wir konzentrieren uns nur auf den hier. Ja, er versammelt mir immer irgendwie die Partie am Anfang. Nee, die Dame lasse ich jetzt diesmal drinnen. Und zwar werde ich jetzt gleich mal mit meinem Pferd vorrücken, damit schon mal alles gesichert ist. Also wir müssen uns konzentrieren auf die zwei Läufer hier, denn die sind gefährlich für meine Dame. Ja, natürlich habe ich Themen dabei. Und zwar, was hat er jetzt gemacht? Okay, nee, da kann er mich down machen. Da fahre ich einfach mit dem hier hin. Nee, 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 nee. Wow, what the hell? Und zwar, how I came to Schach. Wie komme ich zu Schach? Schach. Schach das Spiel. Ja, ich komme zu Chess Titans. Ja, das sage ich nachher auf jeden Fall. Wie komme ich zum wirklichen Schach? Also es fing alles an. Erstens mal mit... what the fuck? Ja, wie komme ich dorthin? Und zwar... habe ich mal bei Kollegen, so ne, wo ich noch jünger war, so Party, wie ihr wisst, so eine Pyjama-Party, aber halt ohne Pyjama, einfach nur so. Und dann hat man, hockt man natürlich vor der PlayStation. Aber da haben sich natürlich die Eltern immer aufgeregt. Okay, dann haben wir einfach PlayStation ausgeschaltet und Brettspiele herausgeholt wie Monopoly und ja, halt andere Spiele, Mühle, und dann war auch Schach dabei. Natürlich wusste niemand, wie Schach ging. Oh, das sieht sehr nice aus. Die Eltern haben das uns erklärt dann, und dann haben wir einfach so gespielt. Und nein, da kann mich immer noch das Pferd down machen. Yeah, ich kann seinen Turm down machen. Sehr nice. Fast über das ganze Feld gedonnert. Ja, und jetzt die Special-Frage. Wie komme ich zu Chess Titans? Ja, vor einem halben Jahr habe ich einfach mal am Computer da die gratis Spiele nachgesehen, da unter dem Ordner da Programme, Spiele. Und da war auf einmal so ein Schachspiel. Ja, habe ich erstmal geschmunzelt. Und ja, dann hat man einfach wieder angefangen Schach zu spielen. Ich nehme lieber den hier. Ah. Okay, mache ich mal jetzt einen Tausch. Lass mich überlegen. Okay. Ich fahre hier hin und dann da und dann mit dem König. Okay. Fahre ich eins vor. Jetzt muss er was machen. Oh, sometime. Fuck you, man. Wow, yes, down. Seine Dame ist Devi down. Bam, into your face. Jetzt muss ich natürlich schon reagieren. Ja, das war das erste Thema, wie ich zu Schach gekommen bin und zu Chess Titans. Dürfte normalerweise jetzt schon klar sein. Und jetzt zweites Thema. Öppala. Mensch versus Computer.
Ja, es in der Geschichte von Schach hat es bis jetzt nur einen Menschen gegeben auf der Welt, ist ja ganz klar, der einen Computergegner besiegt hat. Ihr werdet euch jetzt sicher denken, hä, was labert der für Scheiße? Aber es ist wirklich so, und zwar, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Stufe 10 oder Stufe 1 den Gegner bei Chess Titans fertig mache, ja, da gibt's irgendwie solche Tricks und der fängt eigentlich immer gleich an. Nein, natürlich hat er schon von Experten da so ein Computerprogramm bekommen. Und ja, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich muss kurz schauen, wie ich den down machen kann. Eins runter. Ach so, nein, da bin ich jetzt. Oh oh. Jetzt fahre ich hier hin, mal sehen, was er macht. Also, meinen Bauern kann er nicht down machen. Der fährt er hier hin. Oh, nee, 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 du nicht. Ja, Mensch versus Computer haben wir somit erledigt. Ja, das kann ich schon mal riskieren, den down zu machen. Oh, what the hell? Okay, das dritte Thema. Genau, wie komme ich zu Chess Titans? Habe ich gerade erklärt. Also ich bin einfach mal. Oh, nee, 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 nee. Oder? Nee. Er hat nur noch zwei Pferde, also. Oh. Sehr nice. Ich gehe schon mal rauf.